Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, ungetrennte Teile des einen Seins. Herzlich willkommen zu unserer Kurt Tepperwein Sonntagsakademie. Heute haben wir wieder die besondere Freude, den lieben Kurt, unseren Ehrengast, dabei zu haben. Hallo, lieber Kurt, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen, Sami. Einen wunderschönen guten Morgen an die, die hier dabei sind und die das später hören werden. Und viel Freude mit einem interessanten Thema. Ja, denn heute wollen wir uns einmal anschauen, wie sie mit der Zeit immer jünger werden. Ja, denn nach dem Quell der Jugend sucht die Menschheit ja schon ewig, aber die wenigsten kommen auf die Idee, ihn in sich selbst zu suchen. Also wollen wir heute doch mal hinschauen, ob wir diesen Jungbrunnen in uns selbst finden können. Welche Dinge sollten wir uns denn da bewusst machen, lieber Kurt? Der wichtigste Schritt ist natürlich, zu leben als der, der sie wirklich sind. Also die Illusion zu beenden, ich bin ein Jemand, ein Ich, ein Körper, ein Mensch, sondern sie machen sich bewusst, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin von meinem Wesen her ohnehin alterlos. Ich habe mich irgendwann zu Hause entschieden, hier die Schule des Lebens zu besuchen auf der Erde, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Aber ich habe vorher gelebt, ich lebe während der Schulzeit hier und wenn ich am Ende der Schulzeit nach Hause gehe, lebe ich natürlich immer noch. Also machen Sie sich bewusst und fühlen Sie gleich jeden Schritt. Fühlen Sie einmal, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin nur vorübergehend hier zu Gast. Das ist der wichtigste Schritt. Denn Bewusstsein kann weder krank werden, noch wird es mit der Zeit älter, noch stirbt es irgendwann. Und sie fühlen, ich bin reine Existenz. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Und lebe ganz bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, in dem sie ohnehin ständig leben. Es ist den meisten nur nicht bewusst. Also, sie leben als ewiges Sein in ihrem Erdenkleid, als in einem menschlichen Körper. Aber das ist nur ihre Kleidung. Trotzdem sollten Sie natürlich auf Ihre Kleidung achten. Das heißt also, ernähren Sie Ihren Körper auch vollkommen. Ernähren Sie vor allen Dingen und aktivieren Sie Ihren Lichtkörper. Atmen Sie ganz bewusst Licht. Fangen Sie gleich an. Atmen Sie einmal bewusst, natürlich weiter Luft für Ihren physischen Körper, aber auch ganz bewusst Licht atmen und aktivieren Sie damit Ihren Lichtkörper, Ihren wahren Körper. Und fühlen Sie einmal, wie Sie mit jedem Atemzug immer lichtvoller werden. Machen wir uns einmal bewusst, wenn wir geboren werden, haben wir auf unserem Lebenserwartungskonto ein Guthaben von etwa 120 Jahren. Durch unnatürliche Lebensweise und Verhalten buchen wir ständig etwas ab. Zum Beispiel, wenn wir uns ärgern. Ist jemand unter uns, der sich schon mal geärgert hat? Ja, damit haben Sie etwas von Ihrem Lebenserwartungskonto abgebucht. Und falls Sie sich schon mehrmals geärgert haben, haben Sie schon mehrmals abgebucht. Und es genügt schon schlechte Laune. Auch das bucht etwas ab. Stress bucht ab vom Lebenserwartungskonto. Angst, Sorge. Hören Sie mal die Weisheit der Sprache. Wir machen uns Sorgen. Da sind gar keine. Die machen wir uns. Ja. Wenn wir das nicht machen, sind keine da. Also wir müssen uns einfach nur bewusst werden, in welcher Situation wir wirklich sind und einmal uns lebensgerecht verhalten. Dazu gehört zum Beispiel,
dass sie ihrem Körper wirkliche Lebensmittel geben. Nicht nur Nahrungsmittel oder Genussmittel. Und schon beim Einkaufen im Supermarkt darauf achten, auf die Lebensqualität der Nahrung, die sie kaufen. Und zu den wichtigsten Lebensmitteln gehört das Lebenselixier Wasser. Das heißt, trinken Sie regelmäßig ausreichend Wasser. Also ausreichend heißt etwa 2-2,5 Liter am Tag. Mit dem Alter verschwindet übrigens das Durstgefühl. Das heißt, ich muss nach der Uhr trinken, weil der Körper meldet nicht mehr über den Durst, dass er Flüssigkeit braucht. Also trinke ich alle 2 Stunden ein Glas Wasser. Das kann man sich ja zur Gewohnheit machen und dann ist Ihr Körper mit diesem Lebenselixier Wasser ausreichend versorgt. Wichtig ist natürlich für den physischen Körper auch eine regelmäßige Bewegung. Für Ihren Lichtkörper ist auch regelmäßige Bewegung wichtig. Das heißt also, dass Sie Ihr Bewusstsein bewegen, dass Sie beweglich bleiben geistig. Unser Körper hat die natürliche Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren und zu verjüngen, aber erst, wenn wir erwacht sind und in unserem wahren Lichtkörper leben. Und dazu gehört eben, ganz bewusst einzutreten in diesen wahren Lichtkörper. Das heißt, die menschliche Sprache ist dafür nicht geeignet. Sie können gar nicht eintreten, denn sie können ja nicht raus. Sie können es sich nur wieder bewusst machen, dass sie ja ständig in diesem Lichtkörper leben. Das ist die Wiedervereinigung mit sich selbst. Und dann leben sie wieder ständig, ganz bewusst in ihrem wahren, vollkommen gesunden, ewig jungen Lichtkörper. Ja, also entscheidend ist dann, wie du ja sagst, sich bewusst zu machen. Bewusstsein kann nicht krank werden, auch nicht älter werden. Licht kann nicht krank werden, sage ich auch immer gerne, aber das auch zu fühlen ist entscheidend, nicht nur zu wissen. Und viele fragen ja vielleicht das vorweg, das ist jetzt nur meine Kleidung, mein Körper, da muss ich die ja gar nicht pflegen, wenn ich ohnehin vollkommenes Sein bin. Aber das Auto müssen wir ja auch pflegen, damit es funktioniert. Insofern stellt sich die Frage nicht. Aber eine interessante Frage gab es doch. Können wir auf das Lebenszeitkonto auch einzahlen, lieber Kurt? Wir können ja abbuchen, können wir denn einzahlen? Alles, was wir gerade besprochen haben, ist eine Einzahlung auf das Lebenserwartungskonto. Das heißt, wir haben also 3 Schritte. Wenn wir aufhören abzubuchen, das heißt also alle negativen Energien auflösen, Ärger, Sorgen, Angst, Stress und so weiter, haben wir noch nicht eingezahlt. Einzahlen ist jetzt mir ganz bewusst, zum Beispiel Licht atmen. Das sollten Sie sich angewöhnen. Wir haben ja gesagt, ausreichend Bewegung, dem Körper wirkliche Lebensmittel geben, ja, aber vor allem das Lichtatmen. Das kostet nichts, alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie ohnehin immer bei sich. Sie können also jederzeit, am besten gleich jetzt, anfangen, auch bewusst Licht zu atmen und fühlen Sie einmal, wie Sie immer lichtvoller werden. Und so zahlen Sie mit jedem Atemzug ein auf Ihr Lebenserwartungskonto. Sie werden nicht nur immer lichtvoller, sondern leben ganz bewusst ewig. Sind inzwischen Fragen? Ja, eine Frage gab es auch noch von dem Robert, der fragte, wenn ich also bei Bewusstsein bin, muss ich dann noch das Karma erleben oder kann ich das irgendwie abwenden? Jeder muss seine Hausaufgaben machen, egal ob er erleuchtet ist oder nicht. Ja, das wird nicht gestrichen, aber es fällt uns dann natürlich leichter,
die Hausaufgaben zu machen, wenn wir bei Bewusstsein sind. Das heißt also, machen wir uns einmal bewusst, wie Karma entsteht. Alles, was Sie tun, auch alles, was Sie denken und fühlen, hat eine entsprechende Folge. Und Sie erleben das als Ihr Schicksal. Und alles, was Sie nicht erleben als Schicksal, das ist Ihr Karma. Das heißt, das nehmen Sie mit, wenn Sie Ihr Erdenkleid ausziehen und nach Hause gehen. Und wenn Sie wiederkommen, dann bringen Sie Ihre ungemachten Hausaufgaben mit. Und das nennen wir dann Karma. Gut, dann gehen wir weiter. Indem Sie jetzt so bewusst Licht atmen, erwacht auch Ihr Superimmunsystem. Das ist eine natürliche Fähigkeit Ihres Lichtkörpers. Das Superimmunsystem sorgt dafür, dass Disharmonien, die zu Krankheit führen, sofort aufgelöst werden, bevor sie überhaupt zur Krankheit werden. Dadurch macht Ihnen das Superimmunsystem die Aufgabe bewusst, damit Sie das tun können, ohne dass der Körper Ihnen eine Mahnung schicken muss. Und durch die Lichtatmung aktivieren Sie auch Ihre vollständige 12-Strang-DNA. Normalerweise haben Sie in Ihrem Erdenkleid nur eine 2-Strang-DNA und davon schlafen auch noch über 90%. Das heißt, Sie sind deaktiviert worden. Sie haben also ganz viele Fähigkeiten, die Sie aber nicht nutzen können, weil die nicht aktiviert sind. Die Lichtatmung aktiviert Ihren Lichtkörper, aktiviert Ihr Superimmunsystem, aktiviert Ihre nach und nach Ihre 12-Strang-DNA, aber auch Ihr natürliches Genie, Ihre natürlichen Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Also machen Sie sich einmal bewusst, Ihre 12-Strang-DNA ist Ihr natürlicher Zustand Ihres wahren Seins. Seien Sie einmal ganz bewusst eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein und fühlen Sie, wie sich Ihre vollständige DNA wieder aktiviert. Und damit Ihre natürlichen Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Leben Sie einmal ganz bewusst, ab jetzt für immer, als Unsterblicher. Da kommt der Verstand sofort wieder und sagt, Moment, unsterblich, wir alle müssen irgendwann sterben. Ja, wir alle Menschen schon. Solange wir in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, werden Sie mit der Zeit älter und müssen irgendwann sterben. Aber der, der Sie wirklich sind, der wird weder krank, noch älter, noch stirbt er. Und wenn Sie leben als der, der Sie wirklich sind, werden Sie alterlos. Dann sind Sie Ihr Alter los. Und das ist Ihre Entscheidung. Das können Sie jederzeit tun. Also fühlen Sie einmal bewusst die vollkommene Gesundheit Ihres wahren Lichtkörpers. Indem Sie den durch Licht beständige Lichtatmung aktivieren, erreichen Sie automatisch Ihr Wohlfühlgewicht und Ihre Traumfigur. Darum brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Und wenn Sie das aktiviert haben, können Sie essen, was Sie wollen. Das macht nicht dick. Sie behalten Ihre Traumfigur, Sie behalten Ihr Wohlfühlgewicht. Voraussetzung ist lediglich, dass Sie bewusst leben in Ihrem wahren Lichtkörper, denn der kann nicht dick werden. Und erleben Sie bewusst die natürliche Vollkommenheit Ihres wahren Seins. Wieder ganz einfach, können Sie sofort beginnen, für immer, indem Sie alles, was Sie tun, so vollkommen wie möglich tun. Jetzt sitzen Sie zum Beispiel dekorativ darum, also machen Sie das mal vollkommen. Fühlen Sie einmal, Moment, wie sitze ich denn vollkommen? Ah, so, aha, ja, alles entspannt,
fühle mich wohl in mir, bin ewig jung, bin alterlos. Und damit machen sie einen Sprung in ihrer individuellen Evolution. Und am besten seien sie ständig bewusst online. Online sein heißt also für mich eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein. Das sind sie sowieso. Das müssen sie nicht machen oder werden. Sie sollten es nur bewusst sein. Denn solange sie es nicht bewusst sind, ist es nicht aktiv. Und lassen sie sich von der universellen Weisheit führen. Und dann erst sind sie in ihrem wahren Leben angekommen. Und ihr physischer Körper spiegelt das wieder als Vitalität, als Gesundheit, als Lebensfreude. Und für mich war das eine Überraschung, weil ich es nicht erwartet hatte, Krankheit verschwindet vollkommen aus ihrem Leben. Sie merken das gar nicht gleich, bis sie nach einiger Zeit merken, Moment mal, ich war schon lange nicht mehr krank eigentlich. Ich hatte nicht mal einen Schnupfen. Ja, früher war es doch selbstverständlich, im Winter hat man zwei, dreimal eine Erkältung. Ich habe schon jahrelang keine Erkältung mehr gehabt, andere Krankheiten ohnehin nicht. Das heißt also, das verschwindet einfach aus ihrem Leben, weil das nicht zu ihrem aktivierten Lichtkörper gehört. Und das Schöne ist, das alles liegt in ihrer Hand. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gleich damit beginnen. Denn Sie müssen gar nichts ändern. Der einzige Schritt, den Sie tun, ist, Sie machen es sich wieder bewusst. Ja, ich finde es auch bahnbrechend, was du mal geschrieben hast, dass wir, also sich uns mal bewusst zu machen, dass wir in jedem Augenblick unseren materiellen Körper auch neu erschaffen. Also haben wir es ja jederzeit in der Hand. Und hier sind natürlich ein paar Fragen zum Lichtkörper. Ob die bewusste, also ob die Lichtatmung auch unbewusste Muster auflöst, fragt Gitti. Die löst alles auf, was nicht zu ihrem Lichtkörper gehört. Ja, das einfach. Und wie gesagt, Sie können gleich damit beginnen. Es kostet nichts, es ist nicht anstrengend. Sie haben alles, was Sie dazu brauchen, immer bei sich. Und dann können Sie natürlich auch die nächsten Schritte tun. Zum Beispiel für den Verstand unvorstellbar, leben Sie bewusst konfliktfrei und in Harmonie. Der Verstand kommt natürlich mit seiner begrenzten Logik und sagt, Moment, also Konflikte sind ja gar nicht zu vermeiden. Da sind ja die anderen, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Die machen ja irgendwas, die ärgern mich und schaffen Konflikte. Machen wir uns bewusst, es gibt keine Konfliktsituation. Ein Konflikt entsteht nur durch ein Urteil des Verstandes. Also alles, was geschieht, was Sie erleben, ist vollkommen neutral. Das ist so und das ist so und das ist so. Und dann kommt der Verstand und sagt, das ist angenehm, das ist mir egal, aber das ist jetzt ärgerlich, das ist ein Konflikt. Und so schaffen wir uns selber Konflikte. Und wie werden Sie das los? Indem Sie aufhören zu urteilen. Das heißt, der Verstand urteilt weiter, der kann nichts anderes. Der denkt und bewertet. Aber wenn Sie damit nicht mehr identifiziert sind, dann ist das nicht Ihr Urteil, dann ist das ein Freund, der urteilt und Sie nehmen einfach als Bewusstsein nur noch wahr. Ah, das ist so, das ist so, das ist so. Und dann merken Sie, sofort kann ein Konflikt nicht mehr entstehen. Sie leben konfliktfrei. Auch in einer Beziehung gibt es dann keinen Konflikt mehr, weil Sie einfach akzeptieren, der andere ist anders. Die Bayern sagen, Amor ist Amor. Ja, also Männer sind halt so, da kannst du nichts machen. Aber Frauen sind auch halt so, kann man auch nichts machen. Die sind einfach anders. Ja, Männer sind auch anders. Und wenn Sie dem anderen das Anderssein nicht zum Vorwurf machen, sondern einfach von vornherein wissen, der ist anders, dann entsteht kein Konflikt mehr.
Ja, sie wissen ja, der ist anders. Und sie akzeptieren in einer Beziehung auch, dass der andere anderer Meinung ist. Und sie versuchen gar nicht einer Meinung zu werden, was immer alle versuchen, was sowieso nicht geht. Sondern sie sehen, ah, du siehst das so, ich sehe das so. Und für mich war das eine Bereicherung meines Lebens, dass meine Lieblingsfrau meistens anderer Meinung ist. Dass ich also die Chance hatte, mit ihren Augen die gleiche Situation anzuschauen, zu sehen, aha, so kann man das auch erleben. So, ja, ist auch irgendwie logisch, aber ganz anders. Ja? Und dann lassen Sie das genauso stehen. Dann haben Sie in Zukunft 4 Augen, mit denen Sie das Leben erleben und sehen es aus einer anderen Perspektive. Und das bereichert Ihr Leben. Und ein Konflikt kommt nicht mehr vor. Und wenn Sie so mit der Zeit aus dem Ich und Du ein Wir werden lassen, dann erleben Sie ein weiteres Wunder. Ein Wir kann nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ein Wir ist einer Meinung. Und dann entsteht, ich nenne es immer den dritten Weg. Du würdest das jetzt so machen, ich würde das so machen. Und jetzt schauen wir mal hin, wie machen wir das denn nun? Es ist ja unsere Aufgabe. Also wie machen wir das? Und dann sehen Sie, wir hat eine Sicht der Dinge. Und dann ist auf einmal Leben ganz einfach. Und dann können Sie gleich noch einen Schritt weitergehen und heilen Ihre Vergangenheit und Kindheit. Das heißt, die Ereignisse, die damals waren, die können Sie nicht ändern. Die waren ja. Aber die sind ja vorbei für immer. Um die brauchen Sie sich nicht kümmern. Die kommen nie wieder. Was übrig geblieben ist, ist die Energie. Ihr Urteil. Ja, das war aber jetzt ungerecht. Das war falsch und so weiter. Und das können Sie ändern. Und wenn Sie diese Energie der Vergangenheit ändern, Sie können das sogar, ich habe es pauschal nachher gemacht, vielleicht können Sie das auch, brauchen Sie gar nicht die einzelnen Schritte tun, sondern Sie machen sich bewusst, gleich jetzt am besten, alles, was in meiner Vergangenheit und Kindheit passiert ist, was der Verstand vielleicht als ungerecht angesehen hat oder wie auch immer, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also alles in meiner Vergangenheit, damit bin ich einverstanden, denn es hat mich hierher geführt und jetzt habe ich ja die Macht, alles jederzeit zu ändern. Und indem Sie so einverstanden sind mit Ihrer Vergangenheit und Kindheit, ist die in Harmonie energetisch und Sie haben eine glückliche Vergangenheit und Kindheit geschaffen. Energetisch. Das ist energetisches Management. Und dann sollten Sie sich das Ärgern abgewöhnen. Denn machen wir uns einmal bewusst, Ärger macht alles nur noch Ärger. Ja, das heißt, Ärger löst überhaupt keine Probleme. Ja, er raubt Ihnen die Kraft, den Appetit, den Schlaf, lässt Sie vor der Zeit alt, krank, welk und hässlich werden. Und was kriegen Sie dafür? Gar nichts. Das, worüber Sie sich geärgert haben, ist nachher immer noch da. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, Ärger ist eine Angewohnheit, die nicht zu einem erwachsenen, weisen Menschen gehört. Also sollten Sie sich das abgewöhnen. Und wie macht man das? Ganz einfach, indem Sie für sogenannte ärgerliche Situationen einen weisen Umgang finden, der wirklich zu einer Lösung führt und sich nicht mehr ärgern. Und dann erleben Sie wieder ein Wunder, dann wird auf einmal jede ärgerliche Situation zu einer Chance zum Besseren. Und da ist kein Problem. Das ist nur eine Chance. Das Leben sagt, willst du das wirklich so? Und dann sagen sie, nein. Und ich frage mich immer, wie wäre es denn ideal? Und dann verursache ich dieses Ideal. Und dann wird durch das Ärgern abgewöhnen, ihr ganzes Leben immer idealer. Und dann können Sie gleich den nächsten Schritt tun. Sie treten ganz bewusst ein in Ihre eigene natürliche Vollkommenheit. Einfach, indem Sie ab sofort alles, was Sie tun, so vollkommen wie möglich tun. Und allein dadurch
wird ihr ganzes Leben immer vollkommener. Eigentlich brauchen sie nur das Unvollkommene loslassen. Denn wenn sie das letzte Unvollkommene losgelassen haben, sind sie vollkommen. Und so ist Loslassen ein Weg zur Vollkommenheit. Ja, also ich finde den Aspekt, konfliktfrei zu leben, wirklich ganz wunderbar und wichtig. Dem anderen sein Anderssein nicht zum Vorwurf machen, wie du gesagt hast. Ich sage immer gerne, wenn wir alle gleich wären, könnten wir ja gleich zu Hause bleiben. Da sind wir ja alle gleich. Aber hier gibt es in dem Zusammenhang noch eine Frage von Florian. Wie gehe ich denn mit Grenzüberschreitungen um? Also wenn einer meine Grenze überschreitet, wie man das immer so sagt. Das ist doch eine interessante Frage. Da mache ich mir bewusst, wer hat denn Grenzen? Nur das Ego. Bewusstsein hat keine Grenzen. Der andere kann, wenn ich als Bewusstsein lebe, kann der andere meine Grenze nicht mehr überschreiten, weil keine da ist. Ja? Das heißt also, wenn der andere meine Grenze überschreitet, macht mich eigentlich das Leben liebevoll aufmerksam, du bist wieder im Ego. Ja? Okay. Also, dann beende ich diese Identifikation, ziehe den Stecker der Identifikation mit dem Ego raus, schaue als erwachtes Bewusstsein hin, was hat er denn jetzt gemacht? Und dann sehe ich, das ist eine Chance zum Besseren. Also entweder es ist gut, was er gemacht hat, dann lehne ich mich zurück und genieße es, oder es ist nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung heißt nicht ein Urteil, sondern es stimmt nicht, es ist nicht im Einklang mit meinem wahren Sein. Also wie wäre es denn ideal? Und dann werden wir wieder ein Wir und versuchen gemeinsam das Ideale zu tun. Und so wird alles und wirklich ohne Ausnahme alles in Ihrem Leben zur Chance zum Besseren. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich alles Negative losgelassen haben, also wie Ärger, Sorgen, Ängste, aber auch negative Gedanken. Negative Gefühle, Überzeugungen. Und das Ergebnis ist, wenn Sie das wirklich losgelassen haben, leben Sie ständig in heiterer Gelassenheit. Alles, was geschieht, ist entweder in Ordnung, im Einklang mit Ihnen, oder es ist eine Chance zum Besseren. Und Sie bedanken sich beim Leben, dass Sie das Leben aufmerksam macht und nutzen die Chance und machen Ihr Leben idealer. Also, lernen Sie einfach gleich jetzt hier mit der Seele zu baumeln. Machen Sie jeden Augenblick zum schönsten Ihres Lebens. Und dann merken Sie, das geschieht nicht dadurch, dass was ganz Tolles passiert. Das Geschehen ist ganz unwichtig, sondern wie Sie damit umgehen. Und egal, wenn das früher eine ärgerliche Situation war, ein Konflikt, eine Disharmonie, was auch immer, erkennen Sie jetzt, das ist eine Chance zum Besseren. Danke, Leben, dass du mich aufmerksam machst. So stimmt das nicht, sondern und dann verursachen Sie das Ideal. Und werden Sie Ihr eigener Gesundheitsberater. Sie können dabei, Sie müssen nicht alles wissen. Natürlich können Sie sich von der universellen Weisheit führen lassen, wenn Sie online sind, was Sie sollten. Aber wenn nicht, können Sie auch die Weisheit des Körpers fragen. Und das können Sie in jedem Bewusstsein, den Körper pendelt. Das heißt also, Sie machen sich eine Frage bewusst und stehen ganz locker. Und wenn der Körper sich nach vorne neigt, dann ist das Zustimmung. Zuneigung oder wenn er sich zurückbewegt, ist das Abneigung, also Ablehnung. Ja, so haben Sie von Ihrem Körper zu allem, was Sie fragen wollen, ein ganz klares Ja und Nein. Also ich teste zum Beispiel alles, was ich esse und trinke, jedes Mal. Willst du das? Ja oder nein? Das ist so, können Sie auch im Sitzen machen nachher, aber anfangs mal im Stehen und dann nutzen Sie den Körperpendel immer und dann haben Sie
die Zustimmung und so nutzen sie ihren eigenen Körper als den idealen Gesundheitsberater. Aber auch ihr Selbstbild ist ein starker Gesundheitsfaktor. Machen Sie sich einmal bewusst, was halten Sie von sich? Also wenn Sie sich irgendwo auf einer Party begegnen würden nochmal, was hätten Sie für einen Eindruck von sich? Und jetzt erfüllen Sie sich einmal mit der Energie, dass Sie eine ideale Ausstrahlung haben, dass Sie also beeindruckt wären von sich, dass Sie das Gefühl haben, oh, die oder den muss ich unbedingt kennenlernen. Wow, ist das eine Persönlichkeit, ein großartiges Wesen. Und jetzt seien Sie einfach dieses großartige Wesen, das Sie und jeder gerne kennenlernen möchte. Und machen Sie sich bewusst, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung, die Sie über das Altern haben, aber auch generell über das Leben, immer wieder zu Ihnen zurückkommt als Ihre erlebte Realität. Also kommen Sie zu Bewusstsein und leben Sie als der, der Sie wirklich sind. Machen Sie sich bewusst, negative Gedanken, Gefühle und Vorstellungen können natürlich nur negative Zukunft verursachen. Aber genauso zuverlässig verursacht positive Gedanken, Gefühle und Überzeugungen eine positive Zukunft. Und ideale Gedanken, Gefühle und Überzeugungen schaffen eine ideale Zukunft. Und das alles liegt in Ihrer Hand. Und so erleben Sie, wie sich Ihr Körper ganz von selbst von Alterskrankheiten befreit, wenn er kein Alter mehr hat. Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit also auf Ihren wahren Lichtkörper gerichtet. Und das geschieht ja ganz einfach durch Lichtatmung. Indem Sie bewusst Licht atmen, halten Sie ja Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Lichtkörper gerichtet. Und machen Sie sich bewusst, dass Sie so in jedem Augenblick Ihr Schicksal selbst bestimmen und alles ändern können. Die Zukunft liegt in Ihrer Hand. Ja, du hast gerade auch die Macht des Selbstbildes erwähnt. Da kann man es sich ja im Grunde auch ganz einfach machen und gleich die wahre Identität annehmen, des wahren Seins. Aber hier kam noch eine Frage von der Patricia. Wenn ich Licht esse und atme, also den Lichtkörper ernähre, verschwinden dann auch Falten oder andere Beschwerden? Jein. Das heißt, der Körper ist aus Materie. Materie unterliegt den materiellen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, Materie verschleißt mit der Zeit. Ja? Aber das ist dann für Sie ohne Bedeutung. Sie merken, wenn Sie die Falten interessieren, sind Sie wieder im Ego. Dann schauen Sie auf Ihren physischen Körper. Wenn Sie in Ihrem Lichtkörper leben, bei dem verschwinden die Falten auch nicht, weil der gar keine kriegt. Ja, das heißt also, wenn Sie bewusst in Ihrem Lichtkörper leben, spielen die Falten in Ihrem Kleid, in Ihrem Erdenkleid keine Rolle mehr. War das die Frage? Ja, wir können auch noch eine anschließen. Also das war eine Frage und dann war noch die Frage, wenn ich den Tag energetisch umerlebe, wie du ja vorschlägst, dann kann ich ja nur mein eigenes Verhalten umerleben, wird hier angenommen und nicht das Verhalten der anderen. Ist das so richtig? Natürlich, nur das Verhalten der anderen brauche ich ja nicht umerleben, denn die erleben ja die Folge ihres Verhaltens. Was ich umerlebe, ist nur mein Urteil über das Verhalten der anderen. Und das findet nicht mehr statt, indem ich das nicht mehr beurteile, sondern sage, ah, dieser Gott sieht das so oder der erlebt das so und der verhält sich so. Aber das ist ja seine Aufgabe. Damit habe ich nichts zu tun. Ich
kümmere mich nur um mein Leben. Und dann ist das Verhalten der anderen kein Problem. Und dann erleben sie gleich noch, es kommt überhaupt nie mehr ein Problem vor. Es gab noch nie ein Problem. Es gibt keine Probleme. Nehmen wir mal irgendein großes Problem. Sami, sag doch mal irgendein großes Problem. Ja, na, das große Problem betrifft ja doch immer die anderen. Der andere müsste anders sein, damit ich das schaffe. Das höre ich immer wieder. Also da sind die anderen dann doch das Problem. Ja. Nein, da bin ich das Problem. Dann urteile ich gerade über den anderen. Der müsste sich ändern. Was der macht, ist falsch. So. Und wenn ich das Urteil lasse, dann verhält der sich so und der verhält sich so und der verhält sich so und ich verhalte mich ideal. Nirgendwo ist ein Problem. Ja. Also ich sage ja immer gerne, wir brauchen uns ja nur geistig in Besitz nehmen und die Menschen, für die es stimmt, wie du sagst, die werden ja automatisch ins Leben gezogen. Also wir sind zwar Regisseur und Drehbuchautor, aber das Casting macht das Leben. Da kommen schon die Richtigen, die dafür notwendig sind. Das finde ich auch eine wichtige Erkenntnis. Ja. Und was wir uns noch bewusst machen sollten, alles, was wir erleben, ist eine Botschaft. Also auch das Verhalten der anderen, auch das eigene Verhalten natürlich, auch eventuelle Symptome, die ich bekomme, die zeigen mir, da habe ich irgendein Bedürfnis meines Körpers übersehen. Und deswegen zwinge ich ihn damit, mir eine Botschaft zu schicken mit dem Symptom. Und dann erlebe ich Probleme und Symptome und Krankheit natürlich mit einer ganz neuen Einstellung, nämlich mit Dankbarkeit. Danke, Leben, dass du mich aufmerksam machst. Hätte ich jetzt glatt übersehen, habe ich gar nicht bemerkt. Gut, dass du es mir sagst, dann kann ich es ändern. Denn wenn ich es nicht bemerkt hätte, hätte ich es ja gar nicht ändern können. Also schön, dass du mir das zeigst und dann kann ich das ändern. Das heißt also, die Sprache des Lebens ist die wichtigste Fremdsprache, die sie lernen sollten. Und sie können ja die Weisheit, die universelle Weisheit fragen, wenn sie online sind. Können Sie fragen, was bedeutet das? Sie können die Weisheit des Körpers fragen über den Körperpendel. Was heißt das denn? Willst du das oder willst du das nicht? Und so weiter. Das heißt also, Sie könnten ständig in Kommunikation sein mit der Weisheit, mit dem Leben und im Einklang mit dem Leben leben. Und dann verschwinden Botschaften und das Leben schickt Ihnen nur noch eine Botschaft, wenn Sie mal irgendetwas übersehen. Aber nicht nur Krankheit ist eine Botschaft, auch Ihr Lebenserfolg, Ihre Tätigkeit, Ihre Beziehung. Ja, alles ist eine Botschaft. Das heißt, im Spiegel der Lebensumstände sehen Sie, wie Sie mit dem Leben umgehen. Und Sie sehen dort auch Ihre Aufgaben, eventuell, wenn Sie was übersehen haben. Aber wenn Sie ständig online sind und sich von der universellen Weisheit führen lassen, ja, übersehen Sie ja nichts, dann tun Sie ja das Notwendige. Also machen Sie sich bewusst, Probleme und Symptome und Krankheit sind liebevolle Botschaften des Lebens, dass da ein Schritt, eine Änderung erforderlich ist. Kein Problem, da ist nur etwas zu tun. Und dann tun Sie das Notwendige und dann verschwindet die Situation ganz von selbst. Das Symptom ist also nicht die Krankheit, sondern die Botschaft über die Art der Krankheit. Vielleicht nehmen wir noch mal irgendein Symptom. Sami, sagst du mal irgendetwas? Ja, hier wurde gerade Diabetes erwähnt. Ja, was ist Diabetes? Machen wir uns bewusst, der Körper und das Leben spricht in einer so einfachen Sprache, dass ein 10-jähriges Kind das verstehen kann ohne medizinische Kenntnisse. Also es weiß nicht, was Diabetes ist, braucht es auch nicht wissen,
es weiß den deutschen Begriff Zuckerkrankheit. Ah, da fehlt mir die Süße des Lebens. Da kann ich mit dem Leben nicht richtig umgehen. Da lebe ich in einer Problemwelt zum Beispiel. Ja, das heißt also, ich muss lernen, wieder Wirklichkeit wahrzunehmen. Und das ist sofort erledigt, wenn ich online bin und in der Wahrnehmung der Wirklichkeit bin, dann kann diese Krankheit verschwinden. Das heißt also, im Tagebuch unseres Körpers steht unsere Lebensgeschichte. Und da schaue ich also hin, wenn der eine Botschaft schickt, dass ich die erkenne und befolge. Und die Krankheit muss nicht behandelt werden, die verschwindet ganz von selbst, wenn ich das Richtige tue. Das heißt, der Krankheitsverlauf zeigt die Lernschritte im Bewusstsein auf und die Heilung zeigt, dass die Aufgabe gelöst ist. Und dann ist Krankheit also nicht eine Belastung, die ich so schnell wie möglich loswerden will, sondern eine liebevolle Botschaft, die ich verstehe und befolge, und dann verschwindet die ganz von selbst. Und oft besteht die Aufgabe darin, wie die Weisheit der Sprache sagt, das ist eine Aufgabe, ich muss etwas aufgeben. Zum Beispiel das Ärgern, mir Sorgen machen, Ängste, aber auch eine falsche Tätigkeit. Wenn ich einer Arbeit nachgehe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, bin ich nicht in Harmonie mit dem Leben. Ich sollte meiner Berufung folgen. Aber ich sollte auch eine überholte Beziehung loslassen. Einen falschen Weg oder eine falsche Überzeugung. Das heißt also, das Leben spricht ständig zu uns. Wir müssen nur seine Sprache verstehen und befolgen. Und es ist Ihre Wahl, in welchen Lebensumständen Sie leben. Das heißt also, wir jetzt hier so dekorativ vor mir sitzen, verursachen Sie gerade Ihre Zukunft, Ihr Schicksal. Das heißt, jeder ist ein Energiefeld mit einer bestimmten Schwingung. Ich sehe zum Beispiel einige, die haben einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Aber ein Gesichtsausdruck ist ja ein Ausdruck ihrer inneren Haltung. Also wenn Sie gerade mal in den Spiegel schauen oder sich bewusst machen, wie ist Ihr Gesichtsausdruck, dann sehen Sie, in welcher Energie Sie sind. Dann sehen Sie aber auch, was Sie mit dieser Energie verursachen. Wenn Sie also einen ernsten Gesichtsausdruck haben, dann sind Sie erfüllt von einer ernsten Energie und verursachen damit den Ernst des Lebens. Und das nennen wir dann Schicksal. Aber das ist nicht Schicksal, das haben Sie selber gemacht. Und das Schöne ist, Sie können das alles in jedem Augenblick ändern. Also, erst einmal der Ernst aus dem Gesicht weg. Der erste Schritt ist Lächeln. Das ändert tatsächlich sofort Ihre Energie. Ihr Energiefeld. Das lächelt auch. Und wenn Sie wollen, dass das Leben lächelt, müssen Sie nämlich zuerst lächeln. Das Leben kann nicht den Anfang machen. Das Leben zeigt im Spiegel der Lebensumstände nur, was da ist. Und wenn da Ernst ist, dann spiegelt das Leben diesen Ernst wider. Und wenn da Schwere ist, wenn da eine Problematik ist, dann spiegelt das Leben die Problematik wider. Der Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit. Der kann nicht den Anfang machen. Der spiegelt aber sofort, was da ist. Das heißt, wenn Sie auch nur lächeln, ändert sich Ihr Energiefeld, Ihr So-Sein und das Leben fängt auch an zu lächeln. So. Und das liegt in Ihrer Hand. Und damit sehen Sie, dass Sie auch in solchen Kleinigkeiten die Verantwortung für Ihr So-Sein übernehmen müssen. Denn Sie tragen die Folgen. Und ganz viele Menschen, wenn ich denen begegne, sehe ich,
Die verursachen damit eine Zukunft, die sie sicher nicht haben wollen. Und sie könnten es in jedem Augenblick ändern. Also übernehmen Sie jetzt, in diesem Augenblick, für alle Zeit die Verantwortung für Ihre Zukunft und sagen, mein Energiefeld, mein So-Sein verursacht meine Zukunft, mein Schicksal, mein Leben. Ich brauche also nicht mich um das Leben, das Schicksal, die Zukunft kümmern. Ich brauche mich nur um mein So-Sein kümmern. Wenn ich in Ordnung bin, ist mein Leben in Ordnung. Das ist nur ein Spiegelbild. Also übernehme ich die Verantwortung für mein So-Sein und erkenne, es ist meine Wahl, in welchen Lebensumständen ich lebe. Es ist meine Wahl, wie es ab jetzt weitergeht. Und das gibt so ein wunderbares Gefühl der Sicherheit, der Souveränität. Ja? Selbst wenn ich nicht aufgepasst habe und erlebe etwas, was ich gar nicht will, dann weiß ich, das habe ich verursacht. Da war ich unachtsam. Okay, spielt ja keine Rolle, kann passieren. Sollte aber nicht passieren. Aber ich kann es ja in jedem Augenblick ändern. Also gut, Leben, dass du mich aufmerksam machst. Nee, so natürlich nicht. Und dann ändere ich das und erlebe, wie das Leben lächelt. Das Leben ist nur meine erlebte Realität. Mein Schicksal ist nur ein Spiegelbild meines So-Seins. Und das ist Ihr Schlüssel zur Macht, alles jederzeit zu ändern. Ja, wie du mal so schön gesagt hast, lassen Sie Ihr So-Sein lächeln, ist wohl der wichtigste Rat. Und auch der Umgang mit Symptomen ist ja ganz entscheidend, dass ich das dann ganz anders erlebe. Wenn am Auto die Kontrolllampe leuchtet, bin ich ja auch nicht undankbar, sondern dankbar, dass das Leben mich darauf aufmerksam macht. Ja, und schauen wir nochmal, ob hier eine entscheidende Frage ist, die ein bisschen dazu passt. Ja, das mit den Nahrungsergänzungsmitteln hast du ja eigentlich gesagt. Wir können den Körperpendel fragen. Wie viele Lebensumstände sind denn jetzt Karma? Kann ich das irgendwie rausfinden, was denn jetzt Karma ist? Wurde gefragt. Wozu ist das wichtig? Die Frage taucht überhaupt für das Bewusstsein nie auf, weil alles, was ich erlebe, ist von mir verursacht. Karma wird es erst, wenn ich es in diesem Leben nicht mehr auflöse durch Erleben. Dann nehme ich es als meine Hausaufgaben mit. Also wenn Sie so wollen, ist alles, was Sie erleben, Karma, denn alles hat eine entsprechende Folge. Und alles kann in jedem Augenblick geändert werden. Wir machen nur einen Unterschied, obwohl keiner da ist, und nennen den Teil, den wir in diesem Leben erleben, Schicksal, und den wir in diesem Leben, die Ursachen, die wir in diesem Leben nicht mehr erlebt haben, die nennen wir dann Karma, weil wir die mitnehmen müssen. Die bringen wir gleich mit. Und das beantwortet gleich wieder eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Ja, aber was ist denn dann mit kleinen Kindern, die da gleich mit Krankheiten kommen? Die haben ja noch nichts gemacht. Natürlich haben die was gemacht. Das sind genauso alte Seelen wie Sie auch. Und die haben Teile ihres Schicksals nicht erledigen können in dem Leben und haben das mitgenommen und bringen das als Karma gleich mit. Aber wir sollten das auch nicht mit dem Verstand beurteilen. Wir sollten das wirklich als Bewusstsein wahrnehmen. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Familie bekommt ein geistig behindertes Kind. Ja, alle sagen, mein Gott, welche Belastung für die Eltern und welche Strafe für das Kind. Das hat ja keine Chance. Das kann ja gar nicht normal leben, kann keinen Beruf ergreifen. Das musste ein Leben lang gepflegt werden. Welche Belastung für die Eltern. Ist ja unglaublich. Und jetzt schauen wir mal auf die Seele dieses behinderten Kindes und erkennen vielleicht, die Seele dieses behinderten Kindes war im letzten Leben Einstein. Der hat dann die Relativitätstheorie gemacht, den Nobelpreis bekommen, war angesehen ein Leben lang und wohlhabend. Und jetzt stand er vor der Frage zu Hause, okay, wenn ich jetzt wieder mal inkarniere, was sollte ich denn da werden? Ja, wenn ich wieder meine Intelligenz mitnehme,
dann werde ich wieder Wissenschaftler, dann studiere ich, dann kriege ich wieder einen Nobelpreis, erfinde wieder irgendwas, werde wieder, das hatten wir doch alles schon. Das bringt ja nichts. Was wäre denn jetzt mal wichtig als nächstes Leben? Ja, wichtig wäre vielleicht mal die Entwicklung meiner Seele, dass ich mich bewusst auf mein Seelenleben konzentriere. Da sage ich, ja genau, das ist jetzt aber das Entscheidende. Jetzt gehe ich als Zweistein beim nächsten Mal und dann werde ich behindert und Intelligenz ist gar nicht erst verfügbar und dann werde ich Pflegefall von Anfang an. Dann kann ich mich ein Leben lang ganz auf mein Seelenleben konzentrieren. Und dann sagt er, am Ende dieses Lebens, das war jetzt meine wichtigste Inkarnation. Jetzt habe ich wirklich Wesentliches getan. Und die Leute in der Umgebung, die Menschen sagen, das arme Kind, das hatte ja nun gar nichts vom Leben. Das war ja nur ein Pflegefall und die armen Eltern. Ja, was für ein Schicksal das ist. Also es kommt darauf an, von welchem Standpunkt wir aus das sehen. Sehen wir das aus menschlicher Sicht, dann sieht es vielleicht ganz anders aus, als wenn wir als Bewusstsein in der Wahrnehmung sind und erkennen die Wirklichkeit hinter dem Schein. Schauen wir nochmal hin. Ja, gucken wir nochmal auf die Fragen, die es gibt. Ja, gibt es ein, ach so, ganz einfache Frage, du sprachst von alten Seelen, gibt es auch junge Seelen, wurde gefragt. Das ist natürlich wieder eine Frage aus dem Verstand, ja. Weil das Bewusstsein kann so eine Frage nicht stellen. Es gibt weder alte, junge Seelen, es gibt nur eine einzige. Und es gibt nur ein einziges Bewusstsein. Und ich weiß nicht, ob Sie es verkraften können, aber ich sage es Ihnen mal. Während Sie jetzt hier so vor mir sitzen und scheinbar alle inkarniert sind, ist das nur die Illusion. In Wirklichkeit sind Sie noch immer zu Hause. Niemand hat inkarniert. Sie sind noch immer im Ozean des einen Seins, geborgen. Und Sie haben sich aber entschieden, die Erfahrung einer Trennung zu machen, die Erfahrung eines Lebens zu machen, eines Anfangs, einer Dauer, eines Endes, alles, was Sie als Bewusstsein nicht, als ewiges Sein nicht kennen. Und da sind Sie zu Hause alle, Sie sind noch immer das eine Sein und haben sich aber in die Wellen auf dem Ozean des Einseins individualisiert und gehen in den Traum der Inkarnation. Und das ist auch nicht scheinbar wieder, aus menschlicher Sicht sind das ja ganz unterschiedliche Träume. Nein, es ist ein einziger Traum. Es ist ein Bewusstsein, eine Seele, die einen Traum träumt. Und die ganz unterschiedliche Aspekte dieses Traumes erlebt. Das ist die individuelle Entscheidung. Bei welchen Eltern, in welchem Land, in welcher Kultur, was erlebe ich da? Aber das ist alles ein Traum. Aber das ist die Illusion. In Wirklichkeit sind Sie ungetrennt von dem einen Sein immer zu Hause geblieben. Sie bleiben auch immer zu Hause. Und da gibt es keine alten und jungen Seelen. Da gibt es nur das eine Sein, das in den Traum der Getrenntheit und der unterschiedlichen Erfahrung geht. Das ist ihre Situation. Das ist die Wirklichkeit hinter dem Schein. Der Schein ist, Sie sind ein Mensch, das ist ein anderer, das ist noch ein anderer, das ist eine Frau, das ist ein Mann, der ist alt, der ist jung und so weiter, der ist krank, der ist gesund, der ist reich, der ist arm. Das sind die unterschiedlichen Aspekte des einen Traums. Das ist die Wirklichkeit, wenn Sie dahinter schauen. So, und wenn Sie bereit sind, fassen wir jetzt nochmal alles zusammen. Denn wir sind ja noch immer beim Thema, wie Sie mit der Zeit immer jünger werden, bis Sie letztlich alterlos sind. Und das Geheimnis, die Wirklichkeit hinter dem Schein ist,
Das sind sie ja die ganze Zeit. Sie haben nämlich kein Alter. Alter oder Jungsein ist ja nur Teil der Illusion ihres Menschseins, ihres Traumes. Und sie erleben das ja jede Nacht. Jede Nacht sind sie sich ja nicht bewusst, dass sie träumen, sondern sie träumen und das ist ihre Wirklichkeit. Ja, und sie handeln da und die Menschen reagieren und da sind andere. Das ist Leben. Aber ist es nicht. In Wirklichkeit liegen sie die ganze Nacht im Bett und sie sind der Träumer. Das ist die Wirklichkeit. Aber davon wissen sie nichts, das haben sie vergessen. Und so sind sie die ganze Zeit jetzt zu Hause. Sie sind immer noch eins mit dem einen Sein und träumen ihren Traum von ihrer Inkarnation. So. Also, der wichtigste Schritt ist deshalb, zu Bewusstsein zu kommen. Das heißt, mir bewusst zu machen, wer ich wirklich bin. Ich bin ungetrennt zu Hause als das eine Sein und träume hier nur den Traum von meiner Inkarnation, den ich gewählt habe. Und in diesem Traum habe ich einen Lichtkörper. Und den kann ich aktivieren, indem ich Licht atme. Und werde mit jedem Atemzug immer lichtvoller. In meinem Traum, aber nehmen Sie den Traum ernst. Denn der Traum ist nur Illusion. Aber was Sie wirklich mitnehmen aus dem Traum, sind Ihre Erfahrungen. Das heißt also, wenn Sie jetzt wirklich sich angewöhnen, Licht zu atmen und bewusst in Ihrem Lichtkörper leben, der ja vollkommen gesund ist, ewig jung ist, alterlos ist, dann haben Sie das Ziel schon erreicht. Und das sind Sie die ganze Zeit, das ist ja die Wirklichkeit. Sie träumen ja nur, dass das nicht der Fall ist. Sie träumen nur, ihre vollständige DNA und ihr super Immunsystem zu aktivieren. Aber die Erfahrung ist echt. Die nehmen Sie dann mit. Und so geben Sie auch Ihrem physischen Körper nur noch wahre Lebensmittel. Dadurch müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Qualität Ihrer Nahrung richten. Dass Sie wirklich schon beim Einkauf auf die Lichtqualität, auf die Lebensqualität der Nahrung achten. Und dann könnten Sie jetzt wieder ein bisschen Wirklichkeit erleben in Ihrem Traum. Sie erleben sich ganz bewusst, ab jetzt für immer, wenn Sie wollen, als Unsterblicher. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin nicht hier, um vollkommener zu werden, das bin ich schon. Aber ich erlebe jetzt in meinem Traum mich als Unsterblicher. Also ich erlebe ein Stück Wirklichkeit in meinem Traum. Und dann lasse ich in meinem Traum alles los, was nicht in mein wahres Leben gehört. Vor allem alle negativen Energien, wie Ärger, mir Sorgen machen, Ängste. Ich kann ja alles in jedem Augenblick ändern. Also, wovor könnte ich Angst haben? Worüber sollte ich mir Sorgen machen? Ich schaue in den Spiegel der Lebensumstände und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist in Ordnung, was ich da sehe, in Harmonie, dann freue ich mich. Oder es ist nicht im Einklang mit meinem wahren Sein, dann ändere ich das. Dann wird es eine Chance zum Besseren. Also, wo ist das Problem? Da kommen keine Probleme mehr vor. Und dann kann ich ganz von selbst in heiterer Gelassenheit durch mein Leben gehen, unabhängig von den Umständen. Weil viele nehmen als Ausrede, ja, im Moment, wenn sie in meiner ernsten Situation wären, ich stecke in solchen Schwierigkeiten, ja, das ist eine Katastrophe, eigentlich ist das unlösbar. Ich weiß gar nicht, wie man da rauskommen kann. Ja, das Leben geht immer weiter. Das heißt also, alles kann in jedem Augenblick geändert werden. Wo ist das Problem? Also für ein Menschsein, der im Traum steckt, ist das jetzt ein Albtraum vielleicht. Aber wenn Sie
in diesem Traum zu Bewusstsein gekommen sind, dann können sie ja alles ändern. Dann setzen sie eine andere Ursache und erleben das anders. Dann wird das auf einmal zur Chance zum Besseren. Und dann leben sie in ihrem Traum als bewusster Beobachter. Und damit kommen sie ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Denn ein Beobachter denkt nicht, ein Beobachter nimmt wahr. So. Der braucht auch gar nicht nach. Worüber sollte er auch nachdenken? Er erlebt ja live, was geschieht. Also wenn er nachdenkt, verpasst er ja das, was da gerade geschieht. Also sie kommen dann ganz von selbst als Beobachter vom Denken zur Wahrnehmung. Sind möglichst ständig online und verstehen die Sprache des Lebens, die Botschaft ihres Körpers, tun gleich das Richtige, treffen die richtige Entscheidung und auf einmal ist Leben ganz einfach. Und sie sagen, Moment, also wenn ich online bin und mich von der universellen Weisheit führen lassen, alle Menschen haben Probleme. Ich habe gar keine, die Probleme kommen gar nicht mehr vor. Da sind nur noch Chancen. Ja, und ich kann ja alles ändern. Also ich kann mich gar nicht mehr ärgern oder traurig sein oder Angst haben oder mir Sorgen machen. Ich kann es ja ändern. Und dann lebe ich auch hier in der Illusion des Traums als vollkommenes, ewiges Sein. Ich wurde weder geboren, noch kann ich krank werden. Ich werde auch nicht mit der Zeit älter, noch kann ich sterben. Ich bin ewig. Und lebe bewusst, ständig in der eigenen, natürlichen Vollkommenheit. Und das alles nicht nur wissen, sondern fühlen als meine Wirklichkeit. Und dann habe ich Wirklichkeit in meinen Traum genommen, erlebe Wirklichkeit auch in meinem Traum und trete damit als neuer Mensch in ein ganz neues Leben, in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens, als das eine Sein, das ich ja bin. Alterlos, zeitlos, ewig. Und wenn Sie wollen, hat es gerade begonnen. Ich freue mich, Ihnen zu begegnen in der Wirklichkeit. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, lieber Kurt, auch dir für die liebevoll investierte Zeit. Und ihr könnt alle mal Tschüss sagen. Jetzt haben wir gleich das Stimmgewehr. Vielen Dank. Wunderbar. Alles Liebe. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Danke. Bis dann.